Jo, was geht ab, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Wir zocken Team Deathmatch Bereich sichern im Chalet. So, Leute, das ist immer noch dieselbe Session, wo ich nebenbei ein bisschen Rainbow Six Siege zocken muss und so ein bisschen gucken muss, dass mein Wettschein durchgeht. Das ist gerade gar nicht so einfach, so alles parallel zu machen, aber ich kriege das irgendwie gerade hin. Aber das kriegen wir irgendwie hin. So, Sverref015, das ist sehr gut. Mach weiter so, Bro. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was für ein Operator ich genommen habe. Okay, passt. Alles klar, geil. Ja. Kein Plan, wo der ist. Es bleiben 10 Sekunden. Oh shit. Noch 5 Sekunden. Die kriegen einen Schuss. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Sehr rein, AVS. Gift platziert. Das fängt gerade gar nicht gut an. Fuck. Fuck, war dumm von mir. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. So, Sverref hat Matchball. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Oh, er hatte Matchball. Shit. Eigner Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ein Fake ist. So, Sverref muss wohl in den Tiebreak. Hoffentlich geschaltet er den wenigstens erfolgreich. Finde ich aber gar nicht nice. Und hier in den Tiebreak we go. Ich müsste Fuse genommen haben, ne? Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Show me the booty, show me the points. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. So, Sverref 1-0, sehr gut. Setze Springlade.
Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ich lade nach! Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neu ist. Nur noch ein Gegner übrig. Jo, geh rein. Sicherung des Behälters einstellen. Thank you so much. Den Behälter sichern. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. One for one. Alright. Take that. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ja, ich geh mal woanders hin. Schutzplatten werden eingesetzt. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Jawohl, was war da 4-3? Oh Gott, der Mist. What the fuck? Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Wir brauchen uns am Herb vom Bad Boy. Sonst wird unser Bad hier gerade gerippt und zwar wirklich heftig. Ich bin letztes Mal auf. Oh shit, okay. Jawohl, 3-5. Sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Wurde lokalisiert. Jawohl, 3-6. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Magazinwechsel. Danke, Swift. Thank you very much, Bruder. So, Bad Boy, zeig, was du kannst.
Werfer Splittergranate. My Lord. Übrig. Bad Boy is going to work, huh? Den Behälter sicher. Shit. Ups. Feindliche Aktivität. Mit den vier Gefahrgutbehälter sichern. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. So, nachdem Sverov durch ist, die Rhein-Neckar-Löwen das deutlich anführen, brauchen wir nur noch Würzburg. Ja, Bad Boy ging to work, ha. Huh? 5, 2, 4, 3. Wir brauchen jetzt nur noch was von Captain Suckhart, dann passt das. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich muss hoch. Neue Kameraübertragung läuft. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Bleiben noch 10 Sekunden. Gerät ist platziert. 5 Sekunden noch. Die kriegen einen Schritt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wir sind einsatzbereit. Shit. It's all way too late. Runter, jawohl. Nice. Jawohl, 1 gegen 2. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Sie haben ihre Verbindung. Jawohl, nice. Ja! Ja! Oh, nice. Bad Boy! Bad Boy! Ach ne, Booty Boy! Was hab ich das jetzt gesehen? Na egal, passt. Booty! So, ich habe mich zurückgehalten mit Playmaking.
Nothing at all. So, liebe Leute, ich bin mal fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von Rainbow Six Siege. Bis dahin, haut rein und tschüss.